da wird heute weltweit unterschätzt, welche Bedeutung das Fibel in dieser ganzen Bewegung hatte. Wir hätten heute diesen Standard weltweit, dass überall mehr oder weniger etwas Ähnliches gemeint ist mit Biolamba. Das hätten wir ohne diese frühe Arbeit niemals geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. In dieser Podcast-Folge tauchen wir mit zwei ehemaligen Fibel-Direktoren in die stürmischen Gründerzeiten des Fibel und des Biolandbaus ein. Zum 50-jährigen Jubiläum des Fibel haben sich Urs Nickli und Hartmut Hardy Vogtmann gemeinsam ins Podcast-Studio von Fibel Fokus gesetzt und mit unserer Redaktorin Franziska Hämmerli gesprochen. Hardy war der allererste Direktor des Fibel und als solcher bis 1981 im Amt. Urs Nickli prägte das Fibel als Direktor ab 1990 ganze 30 Jahre lang. Fast 40 von den 50 Jahren, wo es das Fibel gibt, die habt ihr gemeinsam geprägt. Und das Fibel hat mit einer Person gestartet, das warst du, Hardy. Und heute sind es 400 an den verschiedenen Fibel-Standorten. Urs, kannst du mir sagen, was das Erfolgsrezept war von Hardy, der da als einzelne Person gestartet hat? Ja, ich denke, die Pionieridee, eben die gute Idee, das war Teil des Erfolgsrezeptes, weil es brauchte ja neue Ideen. Und wenn man schaut, damals war die Landwirtschaft sehr produktionistisch ausgerichtet. Also produzieren, produzieren, produzieren. Man hat sich relativ wenig um die Umwelt gekümmert. Und wir hatten ja alle diese Frühwahrnehmung der zukünftigen Probleme erlebt. Also ich habe heute Morgen das Buch The Silent Spring von Rachel Carson erwähnt. Dieses Problembewusstsein wurde damals geweckt, wo Hardy mit den Landwirten, mit Kollegen begonnen hat, am Fibel eine Alternative zu entwickeln. Und die Biobauern, die frühen Biobauern waren für mich auch so ein Frühwarnsystem. Also einerseits von Problembewusstsein, was auf uns zukommt, und andererseits auch eine Vorwegnahme an möglichen Handlungsoptionen. Und ich glaube, der Hardy Vogtmann ist mit dem Fibel genau in dem Moment gekommen. Und das war von dem her programmiert, ein Erfolg zu werden. Der war also der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sagst du. Was waren seine Fähigkeiten, die dazu geführt haben, dass das ein Erfolg wurde? Ja, es braucht ja auch eine gewisse Standfestigkeit und ein gewisses Format, wenn man verrückte Ideen hat. Und Hardy Vogtmann war natürlich schon als Student der Lebensmittelwissenschaften an der ETH, war er diese Person, die mit mächtiger Stimme den Leuten den Tarif durchgegeben haben. Diese Standfestigkeit, aber auch dieser Argumentenreichtum, dieses Wissen und auch seine internationale Erfahrung, dass er in Kanada sich sehr gut bewegt hat, dass er Englisch gesprochen hat. All das zusammen hat bewirkt, dass er genau der richtige Mensch war, der Fibel aus der Taufe heben konnte. Dann hören wir mal diese mächtige Stimme. Was denkst du, hat Urs dich richtig beschrieben, Hardy? Sehr richtig, aber einen wichtigen Punkt natürlich, ich brauchte die richtigen Menschen dazu. Einerseits im Stiftungsrat, das war ganz wichtig, dass da Menschen waren, die auch so dachten, denn der Stiftungsrat war ja schon ein bisschen konservativ zu der Zeit. Also brauchte ich dort Verbündete und ich brauchte natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erst mit der Zeit kamen, die eben mitgetragen haben. Und insgesamt haben wir natürlich für uns auch eine andere Lebensform gesucht. Ökolandbau war für uns eben nicht nur eine andere Art der Bewirtschaftung. Es war auch durchaus eine andere Lebensauffassung. Es war für uns, ja, ich würde sagen, ein Streben schon damals nach dem Bestand unseres Planeten. Es war nämlich neben dem Rachel Carson, der ja schon 62 kam, der Begriff, war 72 der Club of Rome-Bericht Grenzen des Wachstums. Und für uns war also auch klar, es kann nicht mit dem gegenwärtigen ökonomischen Modell des linearen Wachstums weitergehen. Und darum brauchen wir eine Wertediskussion. Wir müssen Landwirtschaft, so vielschichtig wie sie ist, auch so vielschichtig bewerten. Und mein Problem ist heute immer noch, dass nur ein Produkt, nämlich Lebensmittel,
honoriert werden aus der Landwirtschaft und die vielen Gemeinwohlleistungen, würde ich es mal nennen, eben nicht. Und da müssen wir umdenken. Das haben wir damals schon versucht, nicht sehr erfolgreich. Auch auf EU-Ebene bisher nicht sehr erfolgreich. Aber ich baue darauf, dass in Zukunft erkannt wird, Landwirtschaft produziert nicht nur Lebensmittel, sondern vieles andere, was uns lebenswert macht und den Planeten erhält. Und wenn wir bereit sind, das zu finanzieren, dann, glaube ich, kommen wir einen wesentlichen Schritt weiter. Und dann werden auch viele Landwirte, die jetzt konventionell wirtschaften, werden umstellen. Wenn sie wissen, ich habe eine Grundlage, eine ökonomische, um meine Familie zu ernähren, dann sind die auch bereit dazu. Ich möchte jetzt noch die Frage umgekehrt stellen. Urs hat ja das Fibel in 30 Jahren von 20 Personen auf 200 Personen aufgebaut. Was sagst du, ist sein Erfolgsrezept? Ja, erstens mal ist er natürlich ein Mensch gewesen, der schon die Strukturen kannte, aus denen er kam und damit wesentlich besser umgehen konnte als ich damals, der die Strukturen eben nicht so kannte. Und das war schon ein Riesenerfolgsschritt, nämlich den Staat mit einzubinden und dem Staat klarzumachen, hier hast du eine Institution, du brauchst gar keine eigene Forschungsanstalt, sondern eine Institution, bei der du mitwirken kannst, die du finanziell unterstützt, wo du auch inhaltlich etwas mit zu sagen hast. Aber ansonsten hast du nicht einen Heerschar von Beamten später, die du unterhalten musst oder sonst irgendetwas. Ich meine, es war klar, dass er übersetzen konnte, hier ist ein Private-Public-Partnership-Projekt. Und den Durchbruch natürlich auch durch die Verbindung zur Politik. Ich meine, es wäre ohne Urs nicht gegangen, dass zwei Nationalräte kurz vor der Abstimmung im Haushalt zu dem Chef des Bundesamtes für Landwirtschaft gehen und sagen, wenn du nicht zustimmst, dass das Fibel 1,1 Millionen kriegst, dann kippen wir deinen ganzen Agrarhaushalt. Solche Dinge hat Urs erreicht, dass eben die Politik ihn auch unterstützt hat. Das war ganz wichtig. Das hatten wir zu meiner Zeit nicht. Ich habe ja noch mit Urs zusammengearbeitet und ich habe Urs auch so erlebt. Also er ist einfach ein begnadeter Kommunikator, auch immer beliebt bei den Journalisten vor allem für seine klaren und provokanten Aussagen. Und ich persönlich habe dich auch sehr geschätzt, so als einfach mutigen Entscheider mit einer stets offenen Tür. Manchmal hast du dich auch kompromisslos durchsetzen müssen. Sind das so die Voraussetzungen, die dich eigentlich zu einem guten Institutsleiter gemacht haben oder erfolgreichen auch? Ja, ich hatte ja ein wenig den Ruf, dass ich leicht autoritär sei und dass ich entscheide. Aber die Leute, die mich gekannt haben, haben gewusst, dass ich extrem lang zuhören kann. Und ich habe mir immer diese Zeit genommen, zuzuhören. Weil als Institutsleiter ist man eigentlich, wenn man nicht zuhören kann, ist man ein Irrläufer. Und das wusste ich immer. Und das hat mich davor bewahrt, Fehler zu machen, einen Entscheid zu fällen. Das war mir auch sehr wichtig. Aber immer die Fakten sehr gut zu kennen. Und deswegen war auch meine Türe immer offen. Bei mir sind auch Praktikantinnen, Studentinnen, Studenten sind einfach ein- und ausgegangen und haben mir Sachen erzählt und so. Und das hat mich inspiriert. Ich bin ein Mensch, der sich leicht inspirieren und faszinieren lässt. Diese Kombination, dass man eine klare Vision hat, aber dass man immer wieder rückkoppelt, das würde ich als meine Stärke anschauen. Eigentlich hätte mit uns hier ja im Podcast-Studio noch eine dritte Person sitzen sollen. Das ist der Henry Sutter. Er hat zwischen Hardy und Urs 8 Jahre das Präsidium des Fibel inne gehabt. Er ist leider bei den Vorbereitungen zu diesem Podcast in dieser Zeit gestorben plötzlich. Urs, du hast noch mit ihm telefoniert. Kannst du uns noch etwas von diesem Telefonat erzählen? Ja, ich muss sagen, ich habe den Henry Sutter immer sehr geschätzt, weil seine quick, lebendige Art und seine Frische, seine Jugendlichkeit, das ist eigentlich das, was mich dazu bewogen hat, von den etablierten Forschungsanstalten
ans Fibel zu wechseln. Er hat Leute fasziniert, indem er viele Vorträge gehalten hat, wo er Menschen fasziniert hat, wie Systeme wie Biodiversität zum Beispiel funktioniert. Ich habe ihn gefragt, du, in meinen Ohren, wenn ich jetzt mit dir rede, ich spüre noch diese Energie und diese Frische, die du damals gehabt hast. Was hat dich am Biolandbau fasziniert? Er hat dann das nochmals betont und bestärkt, dass er gesagt hat, diese ökologischen Zusammenhänge, dass man eben Biodiversität, Biocontrol, dann natürlicher Pflanzenschutz, dann wie Agrarsysteme funktionieren, wie Landschaft da interveniert, wie Landschaft mitgestaltet, den Ertrag der Kartoffeln, das hat mich fasziniert. Was ist dir denn vom Telefonat besonders in Erinnerung geblieben? Ja, ich habe ihn zuerst etwas müde erlebt. Dann habe ich ihm gesagt, du musst kommen an den Podcast. Und ich habe da das Gefühl gehabt, dass er wieder Kraft hatte. Und das hat mich extrem gefreut. Ich habe es dann sehr bereut, dass in den Vorbereitungen, dass da eben wir diesen Moment, diese historische Minute quasi verpasst haben. Magst du auch noch was sagen zu Henri Sutter, Henry? Ja, ich habe ihn ja nur am Anfang miterlebt und habe da schon gemerkt, er passt eigentlich nicht in das System. Er kann nicht mit einer Null-Hierarchie umgehen. Und er ist auch nicht bereit, sich bis Mitternacht hinzusetzen, um irgendein Problem bis zu Ende zu diskutieren. Das war in den 3 Monaten Übergang immer ein Problem. Wir haben weiter diskutiert, wir haben die Entscheidung gefällt und am nächsten Tag hat er dem nicht zugestimmt. Und er ist mit dieser Art einfach nicht klargekommen. Er kam aus einem völlig anderen System, hierarchisch geprägt. Und da arbeitet man bis 17 Uhr und dann fängt man morgens um 8 Uhr wieder an. Und dann zum Schluss fällt der Chef die Entscheidung. Und das habe ich in den 3 Monaten ganz stark gemerkt, weil das wurde immer spannender. Und das war ja auch das Scheitern nachher, dass alle weg sind, bis auf Otto Schmid. Weil das war ein Clash, das ging einfach nicht. Und das war schade. Und das hat Urs eben sehr viel besser verstanden, da einzusteigen und das Gefühl zu bekommen, wie die Sachen funktionieren und wie man umgehen muss. Denn das ist nicht einfach, mit einer ganz flachen Hierarchie umzugehen, um zum Schluss dann doch zu einer Lösung zu kommen, der man ja dem Stiftungsrat gegenüber vertreten muss. Man hat auf der einen Seite einen relativ konservativen Stiftungsrat, auf der anderen Seite etwas, was zum Teil der Stiftungsrat nicht versteht. Gleiche Lohn, Soziallohn, Diskussion bis zum Schluss, das verstehen die ja gar nicht. Du musst auf den Tisch hauen, wurde mir öfter gesagt. Und ich denke, das war das Problem. Und das ist auch sicherlich nicht einfach für viele Menschen, die aus dem etablierten System kommen. Ich war eben nicht daraus gekommen. Und in dem anderen System groß geworden. Und ich denke, das ist leider nicht klar. Wir hätten das vielleicht ausdiskutieren müssen, dass er sich klarer wird, wo er sich darauf einlässt. Weil er ging immer um 17 Uhr, egal was noch war. Ja, heute könnte man sagen, gute Work-Life-Balance, oder? Das war damals nicht möglich. Das war einfach nicht mehr. Wir haben ja als zusammen gelebt auch. Wir haben ja auch am Wochenende Dinge getan und dafür in der Woche sind wir halt zum Weinproben gefahren und haben Wein gekauft. Es war völlig anders. Es war unser Leben war das Institut. So beschreibt das auch Ursina Eichenberger in ihrer Lizenziatarbeit zum Thema, die heißt Ökologie und Selbstbestimmung und beschreibt die Gründerzeit des Fibel und der Anfänge des Biolandbau. Sie sagt eben, dieses Interregnum da von Henri Sutter war eine Zeit von einem Systemwechsel, ein Übergang von diesem eigenbestimmten Pionierbetrieb zu einer Institution mit hierarchischen Strukturen. Ja, man kann das aber kombinieren. Ich war ja dann anschließend erst an der Uni Kassel, da hatte ich 30 Mitarbeiter, dann Präsident des Landesamtes mit 2700 Mitarbeitern und 30 Dienststellen. Und dann Präsident vom Bundesamt für Naturschutz mit 460 Mitarbeitern und 3 Dienststellen. Man kann das schon anders machen. Ich würde heute sagen, man darf auf jeden Fall nie mehr als 3 Hierarchiestufen haben. Nie mehr. Wenn es anfängt, mehr Stufen zu geben, dann dividiert sich das auseinander. Die Kommunikation untereinander klappt dann nicht mehr. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe, dass Leute im gleichen Hause praktisch gar nicht miteinander gesprochen haben. Aber das darf man nicht erlauben.
Sonst braucht es schon bei der Größe eine gewisse Hierarchie, es braucht Strukturen, aber es muss immer noch durchlässig sein. So wie Urs sagt, das ist das Allerwichtigste. Dass nicht Leute abblocken können, mit dem Direktor zu sprechen, das darf nicht sein. Also man muss da die Balance, und ich denke, Urs hat die gefunden. Heute hat es am Fibel eine Direktion, es hat die Departementsleitenden und es hat die Gruppenleitenden und den Stiftungsrat. Ist das jetzt schon eine Hierarchiestufe zu viel? Nein, Stiftungsrat war für uns keine. Wir hatten die Geschäftsordnung selber geschrieben, der Stiftungsrat hatte zugestimmt und eigentlich hatte der Stiftungsrat uns praktisch nichts zu sagen. Wir haben ihn glücklich gehalten. Mhm. Und solange der Stiftungsrat glücklich war, konnten wir alle Freiheiten haben, die wir wollten. Du sagst, 3 Hierarchiestufen sind das Maximum. Ja. Haben wir am Fibel jetzt eine zu viel mit dem, was ich aufgezählt habe? Also wenn der Stiftungsrat als Hierarchiestufe gesehen wird, ja. Ich würde aber hoffen, dass jetzt das Triumvirat es so anstellen kann, dass der Stiftungsrat dann nie interveniert, sondern sich immer glücklich fühlt. Ja, ich denke, das ist ja teilweise Theorie. Ich kenne ja Harti relativ gut und er war einfach etwas gleicher als die anderen. Auch ohne Hierarchien kann man Menschen führen durch große Überzeugung und auch durch Hartnäckigkeit. Aber es sind ja dann eben doch nicht keine Hierarchien, sind gruppendynamische Prozesse, die ja auch zu einer Ordnung führen. Also ich habe ja auch immer probiert, nicht viele Hierarchien zu haben und die Menschen zu befähigen und denen auch die Luft zu lassen, dass sie sich entwickeln können. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil wir sind ja alle sehr motivierte Menschen, die wissen, was sie wollen. Da kann man häufig nur kleine Korrekturen anbringen und dann sind sie sehr produktiv und müssen nicht immer fragen gehen. Und je größer ein Apparat ist, umso unmöglicher wird ja die totale Kontrolle, außer man richtet alle diese Kontrollmechanismen ein. Ich habe 4 selber entschieden und ich habe es am Schluss noch dem Stiftungsrat schmackhaft gemacht. Irgendeinmal war das dem Stiftungsrat zu bunt. Ich bin ja dann auch international expandiert und wenn man dann mit dem 5. oder 6. Idee ankommt, noch irgendwo ein Fibel zu schaffen, dann irgendeinmal war es dann zu bunt. Ich glaube, es gab die Tendenz nach mir, eher zu überhierarchisieren. Dazu braucht es auch Menschen, die das gerne haben. Aber ich denke, das Rezept, das Harti sehr gut beschrieben hat und das ich, glaube ich, vernünftig auch umgesetzt habe, das ist nach wie vor fürs Fibel ein gutes Rezept. Das wäre? Fass das nochmal in einem Satz zusammen. Ja, das ist eigentlich mit selbstbewussten Mitarbeitern, die fachlich hochkompetent sind, die auch soziale Fähigkeiten ausgebildet haben, ein Institut in einem unglaublich guten Umfeld zu führen. Und als Ergänzung, das muss der Institutsleiter vorleben. Absolut, ja. Für mich war um 17 Uhr der Tag nie zu Ende. Wenn man wirklich es ernst nimmt, die Anliegen von einer wachsenden Anzahl Mitarbeitenden, mit ihnen zu diskutieren, ihre Anliegen ernst zu nehmen, dann muss man anwesend sein, dann muss man erreichbar sein. Und das ist eigentlich fast das Wichtigste. Urs, du warst rund um die Uhr erreichbar. Deine Handynummer war für alle zugänglich. Aber gab es da nicht auch Schattenseiten? Du warst auch fast nie in den Ferien, glaube ich, irgendwie 2 in den 30 Jahren. Was hat da deine Familie dazu gesagt? Das Institut war für ihn Ferien. Ja, das denke ich, das ist eine gute Charakterisierung. Das Institut war für mich Ferien. Ich erinnere mich, die ersten 10 Jahre am Fibel war das manchmal ein Ferienlager, aber manchmal auch ein Zwangs- und Arbeitslager, weil ich hatte auch Ängste. Man hat ja auch Ängste, schafft man es nächstes Jahr wieder? Wird der Subventionshahn abgedreht? Sind die Projekte in Ordnung? Also alle diese Ängste begleiten einen. Und mein Durchbruch ist eigentlich gekommen, wo ich diese Ängste überwunden hatte, wo ich angstfrei zuschauen konnte, dass meine Leute exzellente Arbeit machen können und ich Vertrauen gewonnen habe, dass jeder weiß, was sein Beitrag ist zum Gelingen des Institutes.
dass das Institut mein Leben gewesen ist, das verhehle ich nicht. Und dass darunter meine Familie gelitten hat, das verhehle ich noch weniger. Das habe ich auch mit meinen Kindern diskutiert, 4 Kinder, und mit meiner damaligen Ehefrau. Und mein jüngster Bube, der jetzt auch am Fieber schafft, nur noch 20%, der 2 biodynamische Höfe führt, der hat mal als Teenager zu mir gesagt, Urs, du warst als Vater ein völliger Versager, aber das, was du gemacht hast, beruflich mit dem Fiebel, das war genial und das war für uns das Wesentliche, dass du in deiner Abwesenheit etwas Sinnvolles, Gutes machst. Das heißt, du bereust nichts? Ich würde noch einmal das genau Gleiche machen. Weil es gibt nichts Schöneres. Und was sagt deine Partnerin dazu? Ja, ich habe heute das Glück, dass meine Partnerin Helga Wieler, die ist auch ein sehr hohes Engagement fürs Fiebel hat. Und früher die Mutter deiner Kinder, was hat die dazu gesagt? Ja, sie hat sich mit mir versöhnt. Wir sind gut befreundet. Aber sie hätte sich einen anderen Vater ihrer Kinder gewünscht, weil dadurch war sie natürlich blockiert. Und das kann man natürlich nicht als emanzipiertes Verhalten bezeichnen. Also es hat auf Kosten der Frau funktioniert. Und dafür bin ich ihr wahnsinnig dankbar. Und ich bin ihr auch wahnsinnig dankbar, dass sie heute zu mir sagt, wir sind enge Freunde. Ich habe natürlich automatisch erwartet, dass meine Ex-Frau Regula die ganze Verantwortung übernimmt. Und habe sie natürlich zum Beispiel in ihrer musikalischen Karriere auch behindert. Sie hätte natürlich auch einen Ehrgeiz gehabt. Und das muss ich sagen, das ist eine Schattenseite, die mich sehr beschäftigt. Sie hat dann aber später entschieden, dass sie sehr spät, sie war die älteste Schülerin, noch eine landwirtschaftliche Ausbildung macht. Und sie führt jetzt zusammen mit der einen Tochter 2 bis 3 biodynamische Betriebe und sind sehr erfolgreiche Gemüseproduzentinnen. Und sie genießt es. Wie hast du Familie und Karriere unter einen Hut gebracht, Hardy? Wir hatten ja das Glück, dass wir nach den Anfängen auf dem Bode Holzhof und an der Bodminger Straße umziehen durften, an den Bernhardsberg. Und die Villa war so groß, dass darin auch eine Wohnung war mit der Familie, sodass wir dort gewohnt haben mit den Kindern, 4 Stück an der Zahl. Und das war integriert. Wir haben ja zusammen immer gekocht. Mittags wurde ja gekocht am Institut. Es musste immer abwechselnd jemand kochen. Das hat übrigens dazu geführt, dass, wenn eine bestimmte Person kochte, alle Auswärtstermine hatten. Oder wenn eine andere kochte, alle Innentermine hatten, je nach Qualität des Kochens. Und da war die Familie mit integriert. Das heißt also, wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir haben dort auch ja den Swimmingpool gehabt und haben dort auch gemeinsam Wochenenden verbracht. Also da war es viel leichter, weil die räumliche Nähe da war. Da war gar keine große Trennung. Ich glaube, es wäre auch völlig anders gewesen, wenn man weiter weg gewohnt hätte, wie ich am Anfang, die ersten 2 Jahre. Da war das viel schwieriger, weil dann kam ich abends spät oder war längere Zeit weg. Und die Frau war mit den Kindern ganz allein und dort war sie integriert. Das war also eine völlig andere Sache. Sonst wäre das sicherlich auch nicht gut gegangen. Nochmal zurück zum Fiebel. Ursina Eichenberger hat gesagt, die größte Leistung des Fiebel war es, den Biolandbau von seinem sektiererischen Image zu befreien. Stimmt das, Hardy? Also die Aussage, den Biolandbau von den Menschen, die Sektierer waren, zu befreien, das war nämlich ganz wichtig. Es waren ja Einzelpersonen, die den Biolandbau repräsentiert haben. Und wir haben die Sprache gesprochen, wir haben das Auftreten so gemacht, dass wir auch akzeptiert wurden. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt der konventionellen Seite gegenüber. Vielleicht kam noch als Vorteil dazu, dass ich ja an der ETH studiert hatte und alle meine Studienkollegen plötzlich Direktor vom Landwirtschaftsamt in Graubünden waren oder irgendwo in Bern saßen oder Kantonschemiker waren. Ich denke, dieses Netzwerk hat uns sehr geholfen. Meine Kollegen sagten am Anfang, hey Hardy, wir dachten, du bist seriöser Wissenschaftler, jetzt machst du diesen Biolandbau. Und ich habe immer gesagt, wartet ab, wartet nur ab.
und habe sie dann sogar einbinden können. Und ich denke, das war ein großer Gewinn, auch die persönlichen Beziehungen, das Auftreten und die Hilfe vom Stiftungsrat. Das muss ich auch sagen, da waren ja Unternehmer dabei, die durchaus in ihrer Unternehmerwelt denn dafür geworben haben und die Möglichkeit, bei der Stiftung Gesellschaft für Umweltschutz im Vorstand zu sein, in anderen Gremien. Ich denke, das hat alles geholfen, dass sie langsam merkten, ja nur die spinnen nicht, die treten ja ganz normal auf, die haben nur andere Ansichten und die übertragen sie noch überzeugend. Also hören wir doch besser mal zu und kommen mit denen ins Gespräch. Und ich denke, das war ein ganz großer Gewinn. Und innerhalb der Landwirte, das muss ich auch noch sagen, waren wir neutral. Wir waren nicht die Demetos oder die Müllers oder die, sondern wir waren die, die alles verbinden konnten. Und darum würde ich sagen, die wirklich große Leistung war ja auch im Rahmen damals der Richtlinienkommission, dass wir alle unter einen Hut bringen konnten. Ich mag mir, Otti hat noch den Brief mir kürzlich vorgelesen, den ich geschrieben habe. Nach 3 Jahren Verhandlungen mit allen Organisationen, weil Bern ja gesagt hat, wir verhandeln nur mit einer einzigen Organisation. Nicht mehr an. Und ich habe dann einen Brief geschrieben, der fing an, Heureka. Wir haben es geschafft. Wir haben uns immer in Olten getroffen, 3 Jahre lang Sitzungen in Olten. Und das war der große Durchbruch. Ich denke, das ist auch ein Gewinn des Fiebel, diese Vereinigung. Wir waren eben nicht festgelegt auf etwas. Und der dritte Punkt ist, wir haben Vertrauen genossen. Und das hat Urs ja beschrieben, nach innen das Vertrauen. Aber wichtig ist auch, dass nach außen kommt, dass von außen Leute plötzlich sagen, hey, denen kann man vertrauen. Und dann klappt das auch. Und das Vertrauen nach außen hat Urs meiner Ansicht nach noch vertieft und dadurch noch einen größeren Erfolg erzielen können. War das ein bewusster Schritt, diese Einigung der Bioszene, oder war einfach die Zeit reif? Oder? Es war ein bewusster Schritt, weil der Zwang war ja da. Als ich zurückkam aus Kanada, hat mein ehemaliger Professor mir gesagt, schließ den Laden. Wir werden Bio verbieten als Deklaration für Lebensmittel. Kannst gerade zumachen. Und dann waren ja meine beiden Kollegen, Martin Schüppach und Roger Biedermann, die Idee aufgebracht haben, analog zur Vorzugsmilch, beschreibt doch einfach mal die Tätigkeit. Denn die Vorzugsmilch, die machen nichts anderes mit ihrem Stallbuch, macht ihr doch auch so etwas. Es war also schon quasi ein Label beschreiben. Nein, wichtig, nicht auf das Produkt bezogen. Die hatten ja Produkte analysiert und keinen Unterschied gefunden. Mhm. Und wir haben gesagt, wir gehen weg von der reinen Produktbeschreibung zu hin, wie es produziert wird, zum Produktionsweg. Der unterscheidet sich. Und das war der Durchbruch. Und das hat lange in Bern, ich glaube bis 89 oder bis es überhaupt anerkannt war, gebraucht. Otti hat die Richtlinien geschrieben, das war die eine Sache. Das andere war, dass alle hinstanden und sagen, jawohl, wir wollen das. Und jetzt konnten wir nach Bern. Es war ein Zwang da. Ich weiß nicht, ob wir es einfach aus dem Blauen getan hätten. Es gab ja komische Richtlinien. Demeter gab es schon, das war mehr so eine Richtlinie für Vermarktungsstrukturen. Es gab den Herrn Müller in Galmitz, der hatte auch so etwas. Also jeder hatte so ein bisschen irgendwas auf sich zugeschnitten. Aber eine Richtlinie, der alle zustimmten, die mussten her, um Bio als Deklaration zu retten. Das habt ihr ja dann auch weltweit gemacht, oder mit der I-Form? Ja, ich bin ja dann nach Deutschland gegangen und da haben wir die AGÖL gegründet. Und nun hatte ich ja die Erfahrung, habe gesagt, Leute, was in der Schweiz passiert ist, kann uns auch passieren. Wir brauchen auch Richtlinien in Deutschland. Und da haben wir die Arbeitsgemeinschaft Ökolandbau gegründet. Und den gleichen Prozess gemacht, auch die Einigung. Da saß ein Herr Schaumann, da saß ein Herr Preuschen, da saßen die alle, um den gleichen Prozess zu machen und auch da richtig. Und daraus ist dann entstanden, erst in Brüssel, und da war auch die Schmiel auch wieder. Du warst ja auch intensiv dabei, ihr wart ja beide sehr intensiv involviert. Es war immer ein Schutzwall aufbauen. Bevor irgendjemand sagen kann, haben wir vorher schon gesagt, Mensch, hier ist eine klare Richtlinie. Ich denke, das war ganz wichtig, ein wichtiger Durchbruch, sonst hätten wir das nicht geschafft. Also da gilt Otti Schmidt ein ganz, ganz großes Lob. Mit seiner Beharrlichkeit, mit seiner Beständigkeit. Er stellt sich ja hin und sagt den anderen lächelnd die größten Frechheiten. Also Otti hat da einen großen, ganz großen Verdienst. Ich war da nur das Sprachrohr, politische Fäden ziehen, verbinden, reden. Aber er hat die Substanz geliefert. Zu Otto gibt es ja auch noch einen Podcast. Den habe ich schon gehört. Da hat er das ja beschrieben. Genau, ja. Den kann man auch nachhören bei Fibel Focus. Urs, bevor du ans Fibel gekommen bist, hattest du bei Agroskop einen sehr guten Job. Du hast da Herbizide geprüft. Warum hast du ans Fibel gewechselt, an diesen verrückten Laden damals, der noch ziemlich abseits stand? Ja, ich habe eigentlich immer neue Herausforderungen gesucht. Und Herbizide prüfen
ob sie wirken, aber auch ob sie Nebenwirkungen haben, ob sie auf Regenwürmer, Bodenmikroorganismen, auf die Flora und Fauna Wirkungen haben, das hat sich bei mir zu Tode gelaufen. Irgendeinmal ist das nicht mehr spektakulär. Und da ist die Leitung von Fibel frei geworden und ich habe mich dann beworben und es hat mir von Anfang her gefallen, obwohl ich natürlich von einem modernen Labor im wunderschönen Chefbüro nach Oberwil gekommen bin, wo alles sehr, sehr improvisiert war. Aber wo es improvisiert ist, da kann man ja sein Talent zeigen, die Organisation zu entwickeln, die Idee auch weiterzuentwickeln. Und ich habe ja die Phase nur noch am Ende erlebt, die Harti Vogtmann beschrieben hat, mit der Standardisierung, mit der Vereinheitlichung dessen, was Biolandbau ist. Da wird heute weltweit unterschätzt, welche Bedeutung das Fibel in dieser ganzen Bewegung hatte. Wir hätten heute diesen Standard weltweit, dass überall mehr oder weniger etwas Ähnliches gemeint ist mit Biolandbau. Das hätten wir ohne diese frühe Arbeit niemals geschafft. Ich bin dann auch noch im Vorstand der VSBLO gewesen, das sind die Vereinigten Biobauern gewesen. Und ich habe dann eigentlich sofort erkannt, wir müssen das besser verkaufen, besser kommunizieren. Dann haben wir aus der Knospe des Fibel haben wir eben den Namen BioSwiss gemacht, weil das lässt sich viel besser kommunizieren als VSBLO. Und ich kann es immer noch gut aussprechen, aber die meisten Leute konnten es nicht gut aussprechen. Ich habe mich sehr stark mit solchen Kommunikationsaufgaben beschäftigt und habe dann auch gelernt, die Leistungen des Fibel für den Biolandbau habe ich gelernt, gut zu kommunizieren. Und für mich ist dann eigentlich aber eine nächste Phase gekommen, die vielleicht genauso entscheidend war wie die Phase der Vereinheitlichung, der neutralen Definition, was Biolandbau ist. Mir ging es darum, die Idee des Biolandbaus auch wissenschaftlich zu verankern. Und diese Verwissenschaftlichung war mir ein großes Anliegen. Ich habe immer sehr viel Zeit dahingehend investiert, dass ich bei Fachvereinen, auch bei Wissenschaftsorganisationen wie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Arbeitsgruppen mitgearbeitet habe. Und mit der Zeit bin ich so quasi der Biomann geworden in vielen wissenschaftlichen Gremien. Rein auf akademischer Ebene, aus der Auseinandersetzung in der Landwirtschaft, Umwelt, Klima, Biodiversität, sind natürlich die Welten immer wie mehr miteinander verschmolzen. Und heute haben wir Systemansätze in der Forschung, die sind vollständig anerkannt. Das war früher eher so Biozeugs. Und ich denke, es gibt immer noch viel zu tun, weil die Wissenschaftscommunity hat auch noch immer extrem viele Spezialisten, die nicht fähig sind, in den Kontext zu stellen. Aber der Kontext ist da und da muss man jetzt noch sehr viel dran arbeiten. Man sagt ja immer, die Ideen kommen aus der Landwirtschaft, die Ideen kommen von den Landwirtinnen und Landwirten, die wir dann hier erforschen. Ist das eine romantische Verklärung? Kommen die Ideen nicht eher von denen, die das Geld geben für die Forschungsprojekte? Also ich will anders anfangen. Von wo kommen die Probleme, die man lösen will? Und das ist ja so im Ansatz der transdisziplinären Wissenschaft die Probleme. Die lebensweltlichen Probleme kommen woanders. Die kommen nicht von der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist die, die die Problemlösungen hat. Und im Dialog, das ist ja meine Überzeugung, kommen wir wirklich zu guten und tragfähigen Lösungen. Also wir müssen aus der einen Seite raus aus dem Elfenbeinturm, dass die Wissenschaft immer tiefer geht und einen größten Spezialisten hat, der alleine zum Schluss nur noch Bescheid weiß, weil der so Spezialist ist, dass gar kein anderer Bescheid weiß. Leider ist unser System der Publikationen darauf ausgerichtet. Das muss sich auch ändern. Das ist ganz schlimm. Ich habe das bei einem Projekt nur am Rande, der ERWAC, musste ich mal begutachten. Da ging es damals darum, um erneuerbare Energien, Wasserkraft
Und es waren alle Disziplinen da von der ETH. Und als ich kam, waren alle ausgeschieden. Nur noch die Soziologen waren da. Und dann musste ich ja feststellen, was ist da passiert. Und auch die armen Doktoranden, die plötzlich da standen. Und es war ganz klar, die Kollegen haben mir gesagt, da ist für uns nichts drin. Wir haben nachher keine Publikation, die wir in einem International Referee Journal publizieren können. Also steigen wir aus. Für uns ist nichts drin. Für die Soziologen war offensichtlich was drin. Und für die Doktoranden war das Problem, dass sie sagten, jetzt sind wir Generalisten. Wir können sehr viel machen, aber wir finden gar keine Stelle, weil die Stellen sind für Spezialisten ausgeschrieben. Also es muss eine Änderung geben, dass man begreift, die lebensweltlichen Probleme müssen wir mit denen, die betroffen sind, gemeinsam lösen, auch außerhalb der akademischen Welt. Aber dann kommen natürlich die Lösungsvorschläge und das gemeinsame Finden der Lösung und Einsetzen der Lösung wieder von beiden. Also ich denke, das wäre eine Aufgabe auch des FIBEL, eine schwere Aufgabe. Aber in dem Bereich ist es FIBEL meiner Ansicht nach am besten geeignet, genau das weit umzusetzen in der Wissenschaftswelt. Es ist ja klar, man muss Probleme der Landwirtschaft, der Verarbeiter, aber auch der Händler lösen. Und daraus ergeben sich sehr viele Fragen, auch im Biolandbau. Der Biolandbau ist ja nicht zu Ende gedacht und nicht zu Ende entwickelt. Und diese Probleme müssen gelöst werden. Und ich glaube, diese Nähe zu den Problemen ist typisch für FIBEL. Man hat immer diese Lösungen gesucht. Und daneben ist natürlich klar, dass die akademische Grundlagenforschung, die hat eine Eigendynamik. Die probiert, den Wissensstand ständig zu erweitern. Aber das heißt nicht, dass es eine nutzlose Wissenschaft ist. Wir können immer wieder Teile auch dieser Grundlagenforschung nutzen, um Lösungen für den Biolandbau zu entwickeln. Und in dem Sinne, ich habe immer diese Synergien gesehen und nicht einen Gegensatz. Am Anfang des FIBEL gab es ja noch kein Labor und keine spezialisierten Departement, also da konnte jeder alles machen. Entstanden daraus die On-Farm-Versuche, also die Versuche mit den Landwirten zusammen, einfach weil man gar kein Gewächshaus hatte oder ein Labor? Das ist eine Theorie, die habe ich auch mal gesagt. Also eigentlich musste die Biolandbauforschung vom Anfang her sehr stark schauen, wo forschen wir überhaupt? Man hatte kein Equipment, man hatte keine teuren Labors. Und auch am FIBEL war es immer so, dass Spezialisten gerne eine große Maschine gehabt hätten, wo sie Analytik machen könnten. Daraus ist wirklich auch als Lösung entstanden, wir müssen mit den Bauern zusammen forschen. Das ist einerseits eine ideelle Motivation, aber es ist auch eine ganz pragmatisch praktische Lösung gewesen. Und man hat dann gelernt, dass man da auch sehr viel Erkenntnis gewinnen kann und das war sehr gut. Das hat die Praxisforschung extrem in den Mittelpunkt gestellt, zuerst beim Biolandbau, aber dann auch bei anderen Landbauformen. Die Frage nach Laboreinrichtungen hat sich gar nicht gestellt, weil wir das Geld ja gar nicht hatten. Und da haben wir natürlich Partner gesucht. Und die hatten wir sehr schnell bei der EAWAG. Wir hatten Partner in Liebefeld. Wir hatten Partner bei privaten Institutionen, weil die plötzlich an den Fragestellungen mit interessiert waren und gesagt haben, wenn ihr das schon macht, dann könnten wir doch das auch mal anschauen. Ich nehme nur ein Beispiel, Kompostierung von organischen Abfällen. Da war die Frage, was passiert eigentlich, wenn da Antibiotika drin sind? Wenn die Biobauern jetzt den Mist nehmen, kompostieren und den anwenden. Und da war die EAWAG sehr daran interessiert. Und dann haben wir Versuche machen können. Die haben die Untersuchung gemacht, sodass wir den Abbau von verschiedenen Antibiotika verfolgen konnten. Aber die ganze Laborarbeit ist dort geschehen. Und wir haben uns, ich würde sagen, nicht entledigt der Aufgabe, aber durch die Partnerschaft die Möglichkeit gehabt, überhaupt derartige Arbeiten zu machen. Also es war eine sehr gute Symbiose zwischen der praktischen Arbeit mit den Bauern, also mit denen, die ihre lebensweltlichen Probleme hatten, auch Untersaaten im Mais. Wenn plötzlich sich jemand interessiert, ja, wie ist das denn überhaupt, was läuft da im Bodenleben ab, mussten wir sagen, können wir nicht untersuchen, aber könnt ihr doch untersuchen.
Und so sind Symbiosen entstanden, die, denke ich, sehr nützlich waren und wir nicht das Bedürfnis hatten, unbedingt immer auf eigenen Beinen zu stehen. Und durch die Symbiose, muss ich auch sagen, haben wir Ansehen gewonnen. Ihr arbeitet mit der ETH, ihr arbeitet mit der Erwachsenen, ihr, naja, dann kann das ja so verrückt nicht sein, was ihr macht. Also das war eine sehr gute Symbiose am Anfang. Später sieht es dann anders aus. Urs, am Anfang in der Villa auf dem Bernhardsberg, dort hast du die anfängliche Belegschaft ziemlich abbauen müssen. Was war da los? Am Anfang war es einfach so, wir sind mit einer neuen Bundessubvention von 1,1 Millionen eingestiegen. Das war das Ergebnis von einem unglaublich motivierten Finanzminister, Otto Stich, der dann später unser Stiftungsrat geworden ist nach seiner Pensionierung und der dann eigentlich mein lebenslanger Freund geworden ist, bis er gestorben ist. Wir hatten 1,1 Millionen plötzlich. Und das ist natürlich unglaublich viel zu der Zeit. Und dann habe ich mich dann mal erkundigt, ja, wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Und dann hat das Bundesamt für Landwirtschaft gesagt, ja, wir haben nichts budgetiert. Und dann musste ich dann richtig in die Politik einsteigen. Da habe ich gelernt zu lobbyieren. Und es ist dann gelungen, dass wir tatsächlich diese 1,1 Millionen wieder gekriegt haben im Budget. Aber damals war dann zum Beispiel eine enorm starke Teuerung von 5% und mehr pro Jahr. Und unsere Kosten sind natürlich auch gestiegen. Und bis wir das im Griff hatten, und das ging dann nur, dass wir ein paar junge Mitarbeiter wegschicken mussten. Und für mich war das eine harte Situation. Ich war verantwortlich dafür. Und ich konnte dann aber zum Glück einige dieser Mitarbeiter später wieder zurückholen. Und die sind jetzt mittlerweile auch im Pensionsalter und die haben sehr gute Arbeit gemacht. Jetzt noch eine Promi-Frage. Ihr habt beide Kontakt zu Prinz Charles gepflegt, heute King Charles. Wie kam das zustande? Also ich kenne ihn ja seit 1982. Ein gemeinsamer Freund, der immer für alternativen Ideen da war, ein Herr David Astor geschrieben. Familie aus Waldorf bei Heidelberg, die ausgewandert war. Darum auch das Waldorf Astoria Hotel in USA. Und ein Nachkomme ist zurückgegangen, wollte nach Deutschland, lernte eine attraktive Engländerin kennen auf dem Boot und ging nach England, war dann der reichste Mann Englands. Und der Sohn, den ich kennengelernt hatte, der hat E.F. Schumacher zum Beispiel finanziert. Der war Präsident der Soil Association gewesen zwischendrin. Und hat eines Tages dem Charles gesagt, als Prinz, du hast doch die Duchy of Cornwall, das sind ungefähr 30.000 Hektar und die Pachteinnahmen stehen immer dem Thronfolger zur Verfügung. Das geht auf Heinrich VI. Zurück, der sich geärgert hat, dass er die Eltern immer nach Geld fragen musste. Ich will salopp sagen, die Pachteinkünfte von den 30.000 Hektar sind Bewegungsgeld für den Prinzen oder die Prinzessin. Und die Idee unseres Freundes war natürlich, dass er dem Charles gesagt hat, er ging hier ein und aus im Königshaus. Hör mal, du müsstest eigentlich die Duchy of Cornwall umstellen auf Biolandbau. Dann hat Charles zuerst wohl gezuckt und gesagt, was ist denn überhaupt Biolandbau? Also war die erste Aufgabe 82, ihn zu überzeugen, dass das eine Form der Landwirtschaft ist, die sich lohnt. Also hatten wir ihn erstmal einen ganzen Tag und haben ihm kleine und große Höfe gezeigt, auch unser Forschungsinstitut. Dann hat er Feuer gefangen und war bereit, das zu tun. Dann haben mein Freund Lawrence Woodward und ich Vorträge gehalten bei den Bauern, das waren ja alles Pächter, die haben sich das alles angehört, höflich wie es war. Very interesting, sir, very, very interesting. Excellent, sir, but we are not going to do it. Aber wir machen es nicht. Und dann hat Charles Highgrove gekauft. Er hat dann öffentlich gesagt, okay, I put my money where my mouth is. Ich lege das Geld dahin, wo ich auch mich zu bekenne. Hat dann Highgrove gekauft und wir haben ihm geholfen, Highgrove umzustellen. Damals, das war natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern es wird ja immer von Agents verwaltet. Der Prinz und der König machen ja selber nichts. Also wir mussten eigentlich nicht ihn überzeugen, sondern die Agents überzeugen. Die gaben uns 30 Hektar im äußersten Winkel des 360-Hektar-Betriebs für 3 Jahre, um zu demonstrieren, dass Bio geht.
Wir waren schlau. 2 Jahre Kleegras und 1 Jahr Weizen. Der Weizen stand unkrautfrei, hoher Ertrag. Und dann hieß es, Sir, we believe we can do it. Wir können es machen. Und dann hat er aber nochmal seinen Veterinär und persönlichen Sekretär nach Witzenhausen geschickt, um sich das anzusehen. Und dann war die Umstellung vollzogen und das war eigentlich der Zugang dann. Und er bekennt sich bis heute dazu. Im Moment hat er ja seinen großen Betrieb Sandringham mit 6.500 Hektar, der umgestellt werden soll. Und da bin ich im Moment aktiv, weil es nicht ganz so läuft. Er hat beim kürzlichen Besuch, den ich ja organisiert hatte, auf Bodowin, da rief mich dann die Botschaft an und sagte, wir haben einen Befehl von Buckingham Palace, Sie müssen jetzt einen Nachmittag für den König organisieren, der will einen Biohof sehen. Und beim Rausgehen hat er sich verabschiedet und sagt, we need your advice, und dann war ich auch schon drüben, weil das ist nicht einfach. Da gibt es Konflikte zwischen den Jagdinteressen des Sohnes und den Interessen des Bauern. Und die Jagdinteressen des Sohnes, die gehen dahin, dass alle Prädatoren geschossen werden, damit möglichst viel Rebhühner und Fasane da sind, die dann auch noch gefüttert werden, wo dann hunderte von Tauben rundherum sind. Also das muss auch jetzt gelöst werden und da braucht es eine klare Sache. Aber das ist der Zusammenhang, dass er sich engagiert und immer wieder dazu bekannt hat, das muss ich sagen. Er hat ja bei vielen Veranstaltungen mitgewirkt. Und ich habe gedacht, wenn er König ist, dann geht es nicht mehr. Aber er geht ja jetzt auch nach Frankreich, nach Bordeaux und wieder da ein Bio-Weingut wird er wieder besuchen. Also er bekennt sich weiterhin dazu und das ist natürlich schon außerordentlich, weil eigentlich hat das Königshaus keine Meinung. Und er hat ja eine Meinung und das ist ja auch eine politische Meinung. Und da bewundere ich ihn und als ich jetzt mit ihm gesprochen hatte, habe ich ihm das auch gesagt und er hat gesagt, wo mein Herz ist, da werde ich weiterhin dran arbeiten. Wir haben ja in den 90er Jahren auf europäischer Ebene sehr intensiv diskutiert, wie bringen wir den Biolandbau weiter. Ich hatte auch sehr viel mit Patrick Holden von der Soil Association, dem Direktor, zusammengearbeitet. Und er ist ja auch ein persönlicher Freund. Noch enger als ich. Noch enger, weil die sind auch Nachbarn in der Landwirtschaft. Wir hatten dann die Idee, eigentlich wir brauchen so ein stärkeres Engagement von ganz prominenten Persönlichkeiten. Ich habe dann so ein paar Ideen auf einen Zettel geschrieben und habe das dem Patrick Holden gegeben und er hat das dem Prinz Charles überreicht. Und der Prinz Charles hat dann so am Rand so ein paar Notizen gemacht. Das fände er gut, das fände er gut, das fände er gut, eine Idee. Also gehen wir ran. Und er hat dann etwa 25 Menschen aus der ganzen Welt eingeladen, da durfte ich auch dabei sein. Wir haben dann in seinem Schlösschen einen Tee gehabt miteinander und wir haben uns ausgetauscht. Er hat gesagt, wie kann ich euch Bio-Leute, die ihr europaweit eine gewisse Bedeutung habt, wie kann ich euch unterstützen? Und dann war eine Idee, war zum Beispiel ein sehr prominenter Auftritt in Amerika an der Georgetown University. Das ist so quasi die Kaderschmiede. Und dann hat der Charles das organisiert mit seinen Beziehungen. Und wir haben uns das nächste Mal dann in Washington an der Georgetown University gesehen. Und er hat dort einen fulminanten Auftritt gehabt, hat sehr Eindruck gemacht. Und diese akademisch blasierte Gesellschaft hat gehört, was Biolandbau zum ersten Mal, Organic Farming, what's that? Und dann haben wir uns zurückgezogen in die Bibliothek und haben dort wiederum im gleichen Kreis diskutiert, was hat das ausgelöst und so. Ich saß zum Beispiel neben dem Rektor der Georgetown University und er hat zu mir gesagt, Mister, what's that Organic Farming? Und wir haben irgendwie immer vom Großen durch Bruch geträumt. Und dann hatten wir noch wieder in England ein Treffen und haben weiter diskutiert. Und ich habe dann eigentlich realisiert, beim vierten Treffen bin ich dann nicht mehr hingegangen, weil ich habe dann realisiert, wir können die Welt nicht von oben runter verändern. Wir müssen schauen, dass wir die Landwirtschaft, die Wirtschaft, die Konsumentinnen und Konsumenten überzeugen. Und natürlich hilft das, wenn Persönlichkeiten Testimonials geben, aber der Weg führt nicht über Prinzen oder Könige.
Das ist sehr wichtig auch, aber der Erfolg kommt von unten herauf. Und das ist dann eigentlich gestorben, diese Veranstaltung. Aber es ist natürlich so, für einen persönlich ist es ja immer ein Highlight. Und das war's auch schon mit unserer Jubiläumsfolge mit zwei ehemaligen Direktoren des FIBEL. Den Link zum Podcast mit Otto Schmid, dem ersten Bio-Regelwerk-Verfasser, und den Link zur Arbeit der Historikerin und Landwirtin Usina Eichenberger packen wir euch in die Shownotes. In der nächsten Folge geht es dann, wie bereits eigentlich vor zwei Wochen schon angekündigt, um die Nutzungsdauer bei Milchkühen. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@fibel.org oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Auf Spotify könnt ihr Fibel Focus außerdem eine Bewertung geben. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel Focus Team.